Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. RTV Kompakt zeigt nach dem Maifeiertag. Was steht? Fröbe-Ausstellung in Schwarzenberg. Was fällt? Abrissarbeiten in Zwönitz. Und was läuft? Schneeberger Fest im Magazin. Nach dem Feiertag ist vor dem Feiertag. Ende Mai und Anfang Juni haben wir nochmal extra frei. Und bis dahin natürlich auch täglich Nachrichten hier bei RTV. Dazu ein herzliches Glück auf. Nein, 135 Jahre ist das Gerätehaus an der Lugauer Poststraße noch nicht. Es wird im kommenden Jahr erst 90. Doch die Freiwillige Feuerwehr selbst kann Geburtstag feiern. Vor 135 Jahren, am 4. Mai 1884, unterzeichneten 23 Männer aus Lugau die Gründungsurkunde und bestimmten den Lehrer Hermann Löffler zu ihrem Kommandanten. Seitdem hat sich die Feuerwehr mehrmals fast grundlegend immer wieder erneuert. Das Ziel aber ist immer das gleiche geblieben. Helfen in Not ist unser Gebot. So steht es auch heute noch in vielen Schriften und Bildern. Und wie macht man das bei der Feuerwehr heute? Das kann jeder selbst einmal erfahren. Am 4. Mai 2019 öffnet die Ortsfeuerwehr Lugau dazu ihre Türen. Zum ersten Mal übrigens nach der umfangreichen Sanierung nach Um- und Anbauten in den letzten Jahren. Wir wollen Feuerwehr zum Anfassen bieten, sagt dazu Orts- und Gemeindewehrleiter André Böhme. Das heißt, zwischen 13 und 17 Uhr ist jeder eingeladen, selbst einmal Geräte in die Hand zu nehmen, durch die neuen Räume geführt zu werden und mehr zur Entwicklung in der jüngeren Zeit zu erfahren. Die Kameradinnen und Kameraden nehmen die Besucher mit in ihre Berufung, in ihr Ehrenamt. In Zwönitz verschwindet der Kopfbau der alten Turnhalle an der Oberschule in der Heinrich-Heine-Straße. Der Bereich in Nähe der Innenstadt wird einer Verschönerungskur unterzogen. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 200.000 Euro. Dafür wurden Fördermittel bewilligt. Durch den Abriss musste auch eine Weltkriegstafel aus dem Ersten Weltkrieg weichen. Das Denkmal soll an einer anderen Stelle unterhalb des Platzes der Deutschen Einheit seinen neuen Standort erhalten. Die Arbeiten an der B101 in Schwarzenberg bedingen ab kommenden Montag eine Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Einfahrt Roter Mühlenweg vor der Shell-Tankstelle und der Kreuzung mit der S270, dem sogenannten Bayerfelder Dreieck. Die Vollsperrung soll nicht länger als 3 Wochen dauern. Für den Bauzeitraum der Vollsperrung ist eine Umleitung aus Richtung Annaberg-Buchholz über die S270 durch den Stadtteil Sonnenleite in Richtung Aue ausgeschildert. Aus Richtung Aue erfolgt die Umleitung über die Schneeberger Straße, dem Industriegebiet. Dabei ist vorgesehen, den Bereich der Kreuzung Schneeberger-Eibenstocker Straße mit einer Ampel zu regeln. In diesem Zeitraum sollen auch die noch offenen Restleistungen der Fahrbahnerneuerung im Bereich Kreuzung Grünhainer Straße B101 Neustädter Hof ausgeführt werden. Diese Maßnahmen erfolgen ausschließlich im Rahmen von halbseitigen Straßensperrmaßnahmen. Vom 6. bis 15. Mai ist in Königswalde die S262 im Bereich des Gasthofes zum Deutschen Haus für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Grund hierfür sind herzustellende Gasanschlüsse. Vom 6. bis 8. Mai kommt es jeweils zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr zusätzlich zur Vollsperrung der S262 zwischen dem Ortsausgang Königswalde und dem Ortseingang Geiersdorf wegen Straßeninstandsetzungsmaßnahmen. Für die Neugestaltung eines Grundstücks in Seematal-Kranzahl zum touristischen Informations- und Erholungsbereich hat Landrat Frank Vogel einen Zuwendungsbescheid über rund 160.000 Euro erteilt. Entstehen soll eine kleine Grünanlage mit Fahrradstellplätzen, Sitzmöglichkeiten, 6 Stellplätze und einem Behindertenparkplatz.
Des Weiteren sind ein Rundumwegweiser einschließlich der Laternen und eine Natursteinmauer mit Wandbrunnen geplant. Der geplante Durchführungszeitraum wird bis Ende März 2020 angegeben. Bei der Dampflokomotive 9945-11-4 der Preßnitztalbahn läuft die Einsatzfrist aus. Die Lokomotive, von den Vereinsmitgliedern liebevoll als Meppel bezeichnet, benötigt eine umfangreiche Hauptuntersuchung. So ist Meppel in diesem Jahr letztmalig am 4. und 5. Mai unter Dampf zu erleben. Das Sächsische Rotkreuzmuseum Bayerfeld zeigt ab Sonnabend eine neue Wechselausstellung. Unter der Überschrift Duftgemisch aus Druckerschwärze und Staub der Geschichte, Buchstabentöne, wird eingeladen, vielfach noch Unbekanntes zwischen Buchdeckeln zu entdecken. Das Museum ist an diesem Sonnabend von 13 bis 17:30 Uhr geöffnet. Die neue Sonderausstellung bleibt bis zum 24. Januar 2020 zu sehen. Einer namhaften Schwarzenberger Persönlichkeit vergangener Tage ist derzeit die Sonderausstellungsfläche im Perla Castrum ein Schloss voller Geschichte vorbehalten. Dr. Konrad Walter Fröbe lebte von 1889 bis 1946 und hat das Erzgebirge mit seinen Forschungsarbeiten zur Heimatgeschichte wie kaum ein anderer geprägt. Anlässlich seines 130. Geburtstages soll sein Wirken als Heimatforscher, Oberstudiendirektor, Bibliothekar, Schriftsteller sowie sein Engagement in den verschiedenen Vereinen gewürdigt werden. Zahlreiche Originaldokumente ermöglichen es, in das weitreichende Wirken von Walter Fröbe einzutauchen und die Bedeutsamkeit seiner Arbeiten kennenzulernen. Das Schwarzenberger Museum lädt bis zum 9. Juni in die Sonderausstellung Dr. Walter Fröbe – Schwarzenberger Geschichte wird geschrieben ein. Geöffnet ist immer dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Im Strandbad Filzteich wird nicht am 4. Mai, sondern am 18. Mai das traditionelle Anbaden stattfinden. Schon jetzt laden die Stadtwerke Schneeberg alle großen und kleinen Wasserratten ein, an diesem Tag um 14.30 Uhr gemeinsam mit den Badebetreibern den Sprung ins kühle Nass zu wagen. Belohnt werden die Anbader mit vielen attraktiven Preisen, die in Luftballons versteckt sind. Das Programm beginnt bereits 13 Uhr. Auch zum diesjährigen Anbaden werden Motorrennsportler mit ihren klassischen Rennbooten aus den 1970er und 1980er Jahren ein Stück Geschichte am Filzteich zum Leben erwecken. Seit dem 1. Mai 2019 soll die Steuererklärung für diejenigen Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionäre, die ausschließlich Alterseinkünfte beziehen, leichter werden. Sie können erstmals für die Veranlagung 2018 eine vereinfachte Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften nutzen. Die wesentliche Neuerung ist, dass Daten, die der Finanzverwaltung bereits in elektronischer Form vorliegen, nicht mehr extra erklärt werden müssen. Das Finanzamt übernimmt diese Angaben bei der Veranlagung von Amts wegen. Dazu gehören die Renteneinkünfte oder Pensionen sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Der neu eingeführte Vordruck bietet auf zwei Seiten auch die Möglichkeit, typische persönliche Abzugsbeträge wie zum Beispiel Haftpflichtversicherung, Spenden für haushaltsnahe Dienstleistungen oder sogenannte außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen. Er ist neben Sachsen auch in den Ländern Brandenburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sowohl im Finanzamt vor Ort als auch im Internet erhältlich. Ja, das könnte Schule machen, auch bei den Gewerbetreibenden. Im Schneeberger Gewerbegebiet Gerichtsberg stand aber am Wochenende etwas anderes als die Bürokratie im Mittelpunkt. Was, das sehen Sie ab dem Wochenende in ERZ-TV, das Magazin. Hier schon mal ein kleiner Einblick. In the joint, I could see you were a man of distinction. Unter dem Motto Schneeberg macht mobil, Gewerbe, Sport und Spiel erlebte die altehrwürdige Werkstatt einen bunten und unterhaltsamen Tag, zu dessen Anliegen auch der Blick auf die Gegenwart und in die Zukunft lag.
Zahlreiche Firmen des Gewerbegebietes waren am 27. April beim 5. Erzgebirgischen Autofrühling und 7. Tag des offenen Gewerbegebietes mit dabei und öffneten ihre Tore. Die Unternehmen informierten über Produktion und Herstellung und zeigten auch berufliche Perspektiven, vor allem im Ausbildungsbereich, auf. Garniert war das Ganze mit einem aktionsreichen Unterhaltungsprogramm. Wir von ErzTV waren beim 5. Erzgebirgischen Autofrühling und 7. Tag des offenen Gewerbegebietes vor Ort. Sven Schimmel meldet sich mit dem nächsten Magazin direkt aus dem zweitgrößten Gewerbegebiet im Erzgebirgskreis, zu sehen ab Samstag. Unsere Veranstaltungstipps beginnen in Stolberg. Auf dem Veranstaltungsplan der dortigen St. Jakobikirche steht am Sonnabend ein Konzert mit der Gruppe Zwischenfall aus Leipzig. Beginn ist 19.30 Uhr. Ihren Stil bezeichnen die drei Mitglieder der Gruppe als Musik-Kabarett-Slam. Der Spielplan des Eduard-von-Winterstein-Theaters sieht am Freitag 19.30 Uhr Nathan der Weise, ein dramatisches Gedicht in 5 Akten von Gotthard Ephraim Lessing, vor. Die Operette Der Bettelstudent wird am Sonnabend ebenfalls 19.30 Uhr aufgeführt. Verlassen, doch nicht vergessen. Unter dieser Überschrift zeigt eine Sonderausstellung ab Sonnabend exklusive Lost Place-Fotografien von Chris Weber auf Aluminiumplatten gedruckt. Der Fotograf und Künstler Chris Weber wurde 1986 in Scheibenberg geboren und wohnt auch heute noch dort. Lost Place, sinngemäß übersetzt, bedeutet das etwa vergessener Ort. Verlassene Orte finden sich überall auf der Welt. Es sind meist Bauwerke, für die sich niemand mehr interessiert. Lost Places-Fotografen haben es sich mittlerweile weltweit zur Aufgabe gemacht, diesen Orten ein Gesicht zu geben und sie zumindest durch die Fotografie wieder mit Leben zu füllen. Dabei entsteht nicht selten eine grotesk anmutende Szenerie aus lebendiger Vergangenheit, vergänglicher Gegenwart und ungewisser Zukunft. Das Bergbaumuseum Oelsnitz im Erzgebirge bietet am Sonnabend ab 9 Uhr wieder Antikes und Altes für jedermann. Beim Trödelmarkt sind Liebhaber alter Dinge, Sammler, Verkäufer und alle, die vielleicht einfach nur mal nach Raritäten kramen möchten, eingeladen, eine ungewöhnliche Reise in so manch persönliche Erinnerung zu unternehmen. Der Eintritt auf das Gelände des Museums ist wie immer frei. Am 4. Mai startet der traditionelle Pöhlberglauf. Zwischen der Agrargenossenschaft Königswalde und dem Gipfel des 832 Meter hohen Hausberges von Annaberg-Buchholz geht es um Minuten, Sekunden und die besten Platzierungen. Das sportliche Event, das gemeinsam vom SC Norweger 1896 Annaberg e.V. und dem Erzgebirgsklinikum organisiert wird, ist eine echte Herausforderung. Sportler jeden Alters können beim 6700 Meter langen Berglauf, beim Nordic Walking oder beim 1000 Meter langen Bambini-Lauf ihre Fitness unter Beweis stellen. Anmeldungen sind im Internet unter www.skiclub-norweger.de/berglauf möglich. Bis 13 Uhr können am Sonnabend Teilnehmer nachgemeldet werden. Und auch das gibt's. Zwar passiert im vogtländischen Reichenbach, aber als Achtungszeichen natürlich auch für uns Erzgebirger wichtig. In einem Reichenbacher Mehrfamilienhaus hatte es einen Küchenbrand gegeben. Dabei wurden 3 Menschen verletzt. Sie mussten wegen eingeatmeter Rauchgase im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei berichtete, gelangten die Brandursachenermittler zu einer überraschenden Erkenntnis. Der Hund der Mieterin hatte den Brand ausgelöst. Der wollte nämlich, was ihm in der Natur liegt, einen Happen vom Küchenbrett stibitzen. Dafür musste er sich aber am Herd hochziehen und
schaltete dabei die Herdplatte ein. Und dann kam eben eins zum anderen. Ein Küchenbrett fing Feuer und steckte den Küchenschrank daneben gleich mit in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand allerdings zügig und auch die italienische Dogge blieb unverletzt. Ja, so schnell kann's gehen. Und so schnell ist auch diese Nachrichtensendung wieder am Ende angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Noch mehr gibt's, wie immer, im Netz auf rztv.de und unserer Facebook-Seite. Morgen sind wir nochmal zur Stelle. Bis dahin, wenn Sie mögen, guten Abend und Glück auf!